Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist ein Video zu Fuji China in Berlin. Schönen guten Morgen, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier im ICE der Deutsche Bahn mit dem Fahrtziel Berlin Ostbahn. Heute sind Vincent, das ist sein Account, und ich in Berlin und schauen uns die Fuji China an und ich nehme euch mit in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hat, ist, dass man einfach den Unterschied nicht gesehen hat vom Preis, sondern dass im Endeffekt das Ergebnis genauso gut war, wenn nicht sogar vielleicht besser. Vielleicht muss Stefan was anderes sagen. Also echt, wow. Richtig. Das ist, also ich finde ganz, ganz was Besonderes und ich habe tatsächlich dieses Glück, von Anfang an bei Fujifilm mit dabei sein zu dürfen. War natürlich auch auf vielen Messen mit Vorträgen und Workshops. Und ich habe jetzt heute früh, wo ich meinen heutigen Vortrag nochmal kurz angeschaut habe. Ja, vielen Dank nochmal an Bernd Ritschel. Und wir fühlen uns noch wohler, weil er ist heute da und wir freuen uns wirklich sehr, dass er heute da ist, Stefan Wiesner. Ja, hallo zusammen erstmal. Schön, dass ihr da seid. Thema ist heute also Reisen oder generell Fotografieren mit der X100-Serie. Vielleicht ganz kurz für die drei Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Stefan Wiesner, Geschäftsführer Wiesner Medien GmbH, 200.000 Follower auf YouTube, wo ich halt Reviews mache, sage, was mir an der Fuji nicht so gefällt manchmal und so weiter. Außerdem Zielfoto ist tatsächlich ein großes Thema. Das ist ein Magazin bzw. Bücher, die wir rausbringen rund um Fotografie, also Tipps zum Fotografieren von Menschen oder die ihr habt tatsächlich Fragen stellen können bzw. beantworten können, Reviews schreiben können, Erlebnisse veröffentlichen können. Wir haben einen Marktplatz, dass wir versuchen, wilde gebrauchte X105 zu erwischen. Vielleicht findest du sie auf zielfoto.com und so weiter. So. Ende Werbung in eigener Sache. Ja, vielen Dank. Gerne. Wenn du noch Zeit hast, wir haben noch Zeit, machen wir ein paar Fragen, oder? So, wer hat Fragen? Dann bitte einmal kurz melden, dann komme ich mit dem Mikro.
Erstmal vielen lieben Dank, dass so zahlreich vorbeikommt, zu spät, Stunde noch. Aber ich sag, Berlin gibt es ja auch von der schönsten Seite heute wettertechnisch. Jetzt müssen wir ein bisschen aufeinander gucken. Also der Plan ist jetzt so, fangen wir mal so circa ein Stündchen anderthalb eine kleine Runde zu drehen. Und wir müssen halt ein bisschen aufeinander gucken, dass nachher nicht irgendjemand zurückbleibt. Ansonsten immer fragen nach dem Telegrafenamt, also Rückweg nach Berlin geht. Punkt 1. Punkt 2, es macht jetzt auch bei der großen Küche keinen Sinn, irgendwie anzufangen. Ich erkläre euch mal ein Kameramenü oder ich zeige euch jetzt den Knopf an der Kamera. Seid nicht scheu, helft euch gegenseitig, kommt zu mir. Also alle technischen Fragen, würde ich sagen, machen wir on the run. Wäre das jetzt genau eine schicke Stelle? Zum Abschluss der Fotokina. Einmal ein kleines Fazit von mir, meinerseits. Es gibt Positives und Negatives zu sagen zu Fotokina. Ich finde, die Fotoausstellung war super toll. Dass da so Fotos ausgestellt wurden in einem super Druck und einer tollen Qualität und aus der ganzen Welt. Es war schön. Es war schön, sich anzuschauen. Es war eine tolle Atmosphäre, die Leute waren freundlich in Fuji, es war echt ein tolles Event an sich, ja. Der Eintritt war super toll, es gab ein Goodiebag mit so vielen kleinen Sachen, das war auch super toll. Die Vorträge haben mir sehr viel Spaß gemacht, das war schön, das sich anzuhören. Annika Matthias Koch hat sich gelohnt, Bernd Ritschel, das war echt ein toller Vortrag, auch die Leute im Nachhinein mal anzusprechen und mit denen darüber zu reden, das fand ich echt toll. Oder Stefan Wiesner. Die Live-Shootings waren auch interessant, sich das mal anzuschauen. Jetzt für mich jetzt nicht unbedingt etwas zum Lernen, aber es war spannend, sich das so ja, live anzusehen, wie andere das machen. Die aufgebauten Sachen, die Kameras zum Testen, das war toll. Oder jetzt zum negativen Punkt. Es waren zu wenig Sitzplätze, es waren zu viele Leute einfach für das Event dort, also für den kleinen Raum. Zu lange Schlangen, das kommt ja auch damit zusammen. Mir hätten vielleicht mehr Testmöglichkeiten gefallen. Also, ein Verbesserungsvorschlag für nächstes Mal. Die Location war super toll. Ich habe mich mit Location echt gefreut. Aber dafür waren es ein bisschen zu viele Leute oder zu viele Leute, die dasselbe machen wollten, zur selben Zeit. Wenn es sowas nochmal gäbe, wäre halt vielleicht interessanter, mehr Möglichkeiten anzubieten, dass die Schlangen kleiner sind. Also zum Beispiel bei der Kameraausleihe oder bei dem Kamerasäubern, dass es dort einfach zwei oder drei Möglichkeiten gibt, sich anzustellen und nicht nur eine Möglichkeit. Zum Austesten der Sachen, dass dann vielleicht irgendwie so Bereiche aufgebaut werden. Hier kannst du so ein Setup testen mit Licht. Also da kannst du irgendwas mit Studiolicht testen. Hier kannst du irgendwas mit dass man so verschiedene Sets aufbaut, dass man in diesen Sets dann die jeweiligen Kameras testen kann. Nach Licht, nach Porträts oder wie auch immer, dass man halt da Möglichkeiten hat, sich auszutoben. Das wäre vielleicht noch ganz interessant gewesen. Dann gab es im Nachhinein noch einen Fotowalk, den ich mitgemacht habe, oder den Vincent auch mitgemacht hat, aber der war für uns beide jetzt nicht so spannend, weil der war eher für Einsteiger geeignet. Genau, aber dennoch war es toll, dabei gewesen zu sein, ein bisschen rumzukommen. Ich fand, das ganze Event war super toll zum Connecten mit anderen Leuten. Ich habe da Fotografen getroffen, die ich aus Bremen kannte oder aus Stuttgart, von Social Media. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit gewesen, sich sozusagen mit anderen zu connecten und die Atmosphäre einfach zu genießen. Also, overall, ein tolles Event. Ich bin gespannt, ob Fuji das weitermacht, ob es das nochmal geben wird. Und ich kann es jedem dann in Zukunft empfehlen, mal vorbeizuschauen. Nach dem Event ist vor dem Event. Die Zeit, bis mein Zug zurück nach Bielefeld ging, habe ich genutzt in Berlin, zum Beispiel mit einem kleinen Shooting mit der lieben Feli. 3, 2, 1, go! Nach dem Shooting ging es dann weiter. Wir haben Berlin ein bisschen im Dunkeln erkundet. Wir haben noch ein paar Aufnahmen gemacht und dann ging es auch schon wieder zurück nach Bielefeld.